Werde ich auch. Soll ich Ihnen vielleicht helfen? Da, wo ich herkomme, wir alle tragen 3 Ziegen auf einmal. Gut. Phoebe hat sie gerettet. Sie ist Heldin. So, als ob du es vorhergesehen hättest. Ja, ist fast so. Sie verdient doch einen Applaus, oder? Yeah! Bitte, Phoebe, erzähl uns noch mal die Geschichte. Ja. Jetzt beruhigt euch doch, so spannend war's nicht. Leg auf, Cherry. Ich lief nur so durch den Gang der Schule, als uns aus dem Nichts die 300 Pfund des Selbstbedienungswagens verheißungsvoll entgegenrollten. Es ist wahr, ich war auch da. Und in diesem Moment hat Phoebe dann... Meine Geschichte. Ganz instinktiv wusste ich, was zu tun war, also eilte ich los und... Entschuldigt mich. Verbreitet die Kunde selbst. Ich muss den Tag retten. Nicht zu übersehen. Keine Sorge, ich rette euch. Die Chef-Cheerleaderin. Oh nein, der Star-Quarterback. Oh nein, meine preisgekrönten Rosen. Du hast unseren Star-Quarterback und die Cheerleader erwischt. Wieso? Wieso hast du diese Schule? Das ist unmöglich. Ich habe gefühlt, dass irgendwer in Gefahr ist. Jetzt weiß ich schon mal, dass es Cherry war. Cherry, alles in Ordnung? Wie konntest du nur sowas tun? Sorry, aber alle sind böse auf dich. Zerstört! Wir sind noch BFs. Scher dich weg von hier! Ruf nachher an. Was willst du, Dad? Irgendwann musst du aus deinem Zimmer kommen und über den Vorfall sprechen. Was gibt's da zu besprechen? Ich habe aus einer Pyramide Cheerleader einen Haufen kaputter Knochen und Träume gemacht. Wie gesagt, der Thundersinn ist nicht so einfach. Sei nicht so streng zu dir selbst. Gut, aber was, wenn es keine Cheerleader, sondern eine Pyramide von Bussen voller Waisen wäre? Wieso sollten Waisenkinder Pyramiden aus Bussen bauen? Nein, 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 die Waisenkinder bauen nicht. Sie sind in den Bussen. Und wer baut die Buspyramide? Oh, vergiss es. Ich will keine Superheldin mehr sein. Ich hab das nicht drauf. Wow, 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 das ist albern. Ich komm rein. Sorry, verschlossen. Hey, hey, hey. Jemand kann hier wohl Telekinese. Weißt du, Schatz, du solltest an dich glauben, dann sitzt du gleich wieder fest im Supersattel. Es gibt keinen Supersattel mehr für mich, Dad. Ich werde niemanden mehr retten. Hier. Dein Kostüm? Das ziehe ich nie wieder an. Den Gürtel vielleicht schon, der passt toll zu meinem roten Top. Hui, das ist der beste Tag aller Zeiten. Komm schon, geh runter, Billy. Ich bin dran. Viel zu viel Spaß! Nora, hilf mir hier runter! Oh nein! Phoebe! Billy kommt nicht vom Dach runter! Hilfe! Ach. Bravo, Billy! Ich hab fast geglaubt, dass du in Schwierigkeiten bist. Du kannst ja so toll schauspielern. Danke fürs Kompliment, aber ich komme hier wirklich nicht runter. Springt dein Thundersinn denn gar nicht an? Als ob darauf Verlass wäre. Ach, ich weiß, dass du dich versteckst, Dad. Du kannst ihn selbst retten. Oh, und vielleicht siehst du mich ja nicht. Stell dir Anführungszeichen bei retten vor. Ich versuch, Dad zu finden. Schön festhalten. Ach, echt? Blöder Thundersinn. La 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 la, ich kann dich nicht hören. Ah, ich brauche hier Hilfe. Schon zur Stelle. Oh mein Gott. Haarschmuck Pop-Up kommt nach hinten.
will. Haarschmuck was genau? Das ist ein temporärer Laden, der Hüte, Haarbänder und Schleifen verkauft. Viele, viele Schleifen. Oh, ich brauche schon lange eine neue Sonnenkappe, die die Sonne von meinem Gesicht fernhält, aber den Kopf atmen lässt. Ja, deine letzten 8 sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Noah, suchst du mit mir mein erstes Schleifchen aus? Ich warte schon ein ganzes Leben auf diese Frage. Ja, ich habe meine Schleifenreife. Unsere Burg sieht aus, als könnte sie noch Ketchup brauchen. Ich hole mal welche. Stacy, sieh nur, ihre Ketchup-Zapfmethode ist makellos. Genau wie ihre Schleifenmethode. Yes! Keine Ahnung, ob ihr wisst, dass ich euch höre, aber ich tu's. Sie verspottet uns. Ich liebe sie. Ich bin Stacy, das ist Heather. Ich bin Nora und ich weiß, wer ihr seid. Dank euch sind Haarbänder und Schleifen wieder cool. Ich bin Fan. Moment, Glühbirne, brillant. Wir gehen alle zusammen zum Haarschmuck-Pop-Up. Ihr habt Lust, mit mir abzuhängen? Haarbänder, Filzhüte, Schleifen, das ist folgerichtig. Das wäre super klasse. Du meine Güte, sind wir dann eine Clique? Yes! Oh, mir fällt gerade ein, dass ich mit meiner Schwester zu dem Pop-Up wollte. Kann ich sie vielleicht mitnehmen und... Halt mal, Pause, Doppelstopp. Du machst was mit deiner kleinen Schwester? Ja. Dislike. Nora, die Zeit mit uns ist Zeit mit Freunden. Die Zeit mit deiner Schwester ist unbezahltes Babysitten. Ist kein Ding. Sie will eben kein Teil eines modernen Modetrios werden. Doch, das will ich. Ich kann meine Schwester dauernd babysitten. Gegen Bargess ist ja klar. Also sagst du ja? Nein. Ich sag yes! Yes! Schlechte Nachrichten, Leute. Ich kann nicht zum Pop-Up. Ich hab Kopfläuse. Kopfläuse? Ich meine, wie fühlst du dich? Hauptsächlich besorgt, dass die vom Pop-Up stammen, weshalb ihr hier besser verschwindet und etwas anderes aus dem Rest des Tages macht. Aber was ist mit unseren Schleifen? Die holen wir ein anderes Mal. Ich bin sicher, ein anderer Pop-Up wird auftauchen, deshalb heißen sie Pop-Ups. Gut, ich sehe euch in 4 bis 6 Stunden, was auch immer ihr nicht Pop-Up-mäßiges tut. Bis dann, Noah! Sie weiß, dass wir sie lieben. Lass uns gehen. Gute Besserung! Dankeschön. Fehlst du den Blau oder lieber in Orange? Scheide. Yes! Oh mein Gott, Nora, so viel Spaß mit jemandem, der nicht wir ist, hatten wir ewig nicht. Freust du dich jetzt, dass deine Schwester nicht hier ist? Oh oh. Guck mal, Mami, da drüben sind Schleifchen. Oh. Nora, ist das filzastisch oder filzässlich? Hey, wo ist sie hin? Keine Ahnung, aber ich denke, dieser Hut ist aus der letzten Saison. Oh. Chloe, es ist so süß, dass du es riskierst, Kopfläuse zu bekommen, um Schleifen für dich und Nora zu kaufen. Sobald sich hier nur einer den Kopf kratzt, verschwinden wir. Eigentlich, Barb, sieht sauber aus. Das heißt, es ist Kappezeit. Entschuldige, dass ich das Gespräch kappe. Ich suche einen Verkäufer für die Kappe. Ich hasse seine Hüte, aber ich liebe seine Witze. Die sind nicht besonders genug für Noah. Was meinst du damit, Chloe? Ich will für sie die beste Schleife, denn sie ist die beste große Schwester, die es gibt, Baby. Oh. Oh. Okay, na gut. Dann suchen wir weiter, bis wir die perfekte Schleife für Noah finden. Da bist du ja. Wir haben eine Schleife für dich. Sie schmeichelt unseren Augen, damit wir richtig strahlen, wenn wir neben dir stehen. Liebe sie, dankbar, neuer Plan. Wir gehen in die Mall und kaufen da Haarschmuck. Ist es wegen deiner Familie? Keine Sorge, die ahnen nichts. Was meinst du mit ahnen nichts? Wir haben gerade deine Familie gesehen. Deine Schwester war voll. Ich liebe meine Schwester. Sie ist die beste, Baby. So klingt sie überhaupt nicht. Eigentlich wäre das ziemlich gut. Sie könnte aber überall hin und Spaß haben und wollte nur meinetwegen hierher. Hängst du lieber mit uns rum oder mit deiner kleinen Schwester? Ihr zwei... Yes! Seid furchtbar! Und dieses Yes-Ding ist echt absurd. Es heißt Ja, mit einem A. Mami, Noah ist hier. Warte kurz. Sind deine Kopfläuse weg? Ja. Ich bin sie losgeworden, um zu meiner Schwester zu kommen. Oh. Meine Schleifenreife beginnt! Was hast du getan? Na, die Haare geschnitten. Oh nein, wenn Mom und Dad das sehen, sind wir geliefert. Ich weiß, wie wir das lösen.
Ein Schollenschnitt, bam! Diesen Hut hast du nicht verdient. Wie bekommen wir das auf ihren Kopf zurück? Probieren wir es doch mit dem Tacker. Gib den her! Mom und Dad werden sauer sein, wenn sie rausfinden, dass dank uns unsere süße Schwester ein teleportierendes Frisurenwrack ist. Was haben wir davon, wenn wir die Schere nicht aufräumen? Übrigens liegt die wohl immer noch irgendwo. Was? Du musst sie finden, bevor Chloe das macht. Und noch eine neue Frisur. Kuscheln. Hat jemand geschrien? Was ist passiert? Gar nichts. Ich drücke meine Schwestern. Die Sisses, yo. Zwei Haarschnitte. Seine Schwestern sind heiße Schnitten, ja. So quatschen die heutigen Kids halt. Oh ja, das wissen wir. Wir sind cool. Ja. Und eure Mom ist auch eine heiße Schnitte, ja. Das war knapp. Und peinlich für alle Beteiligten. Es muss noch einen Weg geben, ihr Haar zu verstecken. Wie? Wir kennen niemanden außer uns, der Hüte herstellt. Und ich habe mich gerade selbst an den Schrank getackert. Ich sehe gut aus, Baby. Ganz genau. Und ich habe noch einen für Colosso. Du weißt, dass er fragen würde. Wieso hat Chloe einen Hut auf? Den haben wir ihr aus Liebe gebastelt und sie würde ihn gern für immer und ewig tragen. Bitte lass sie ihn für immer tragen. Bob, weißt du noch, als wir die Idee hatten mit dem magischen Momente von Chloe-Kalender? Oh mein Gott, sie ist ein perfekter Mai-Moment. Oh. Könnt ihr für jeden Monat einen Hut basteln? Im Leben nicht, das wären ja 70 Hüte. Ach, lass uns die Hüte selbst basteln. Okay, schnapp du dir Papier, ich schnapp mir Chloe und die Schere. Ja, die Schere. Ich warte auf meine große. Kein Thema, wir haben die Hütte gleich. Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Hey, wir bekommen doch so oder so Schwierigkeiten. Möglicherweise weniger, wenn wir zugeben, was passiert ist. Gestehen? Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Okay, wo liegt die Schere? Die brauchtest du für den Juli. Ach gut, Chloe hat sie. Chloe hat sie! Was haben wir angerichtet? Wir müssen was beichten. Was es auch ist, das kann warten. Chloe hat sich frisiert, weil wir die Schere liegen gelassen haben. Ihr habt was? Ich meine, ihr habt was? Macht euch keine Vorwürfe. Das könnte jedem passieren. Wortwörtlich jeder in diesem Raum hätte denselben Fehler auch begehen können. Hängt sie Chloe was an? Wir gehen sofort zum Friseur. Ja, mehr Scheren! Oh, geht gleich, das ist deine Chance. Aber ich bin nervös und wenn ich nervös bin, bin ich eine Labertasche. Oh, wie schade. Denn da kommt er. Hey, Phoebe. Hey, Cole. Wie geht's dir? Da frage ich dich, wie es dir geht, doofe Floskel. Offensichtlich gut. Es sei denn, dir fehlt was. Vielleicht hast du was am Handwurzelkanal oder Gicht oder auch das Stockholm-Syndrom. Also, ich wollte dich fragen, ob du dich mal auf dem Frozen-Joghurt mit mir triffst. Du hast Bock? Oh, cool. Nur eine Kleinigkeit. Meine Eltern bestehen darauf, dass ihnen immer auch die Eltern meiner Freunde vorgestellt werden. Ist das bei euch drin? Pete, es gibt einen Notfall. Hast du wieder dein Passwort vergessen? Es ist dein Geburtstag. Ich hab Geburtstag? Oh, nein, das ist mein Passwort. Okay. Ich war fleißig und hab nachgeforscht und online was gefunden. Urlaubsfotos von Coles Familie? Ja, aber das da ist kein Hotel, sondern ihr Haus. Und das ist ihr Pool? Oh, und das sind ihre Polo-Ponys. Irre ich mich oder frisst das Pferd da Geld? Ich an deiner Stelle wäre jetzt bestimmt gerade richtig nervös. Das sind meine Eltern, Gerald und Fiona Campbell. Von den Park Avenue Campbells. Hallo, meine Verehrte. Und das sind meine Eltern, Hank und Bob Thunderman. Von den Wasserpark Avenue Thundermans. Seien Sie gegrüßt, verehrte Herrschaften. Es ist höchst erquicklich, Sie kennenzulernen. Nein. Oh, das wird übel laufen. Oh, das wird gut laufen. Und das ist Coles ältere Schwester, Tara. Ich weiß, wie du dich fühlst. Meine Eltern blamieren mich auch andauernd. Ernsthaft? Ohne Ende.
Ich schätze aber, dass sie nichts gegen dich haben, außer es würde noch fürchterlich was schiefgehen. Entschuldige uns. Hier geht gleich was fürchterlich schief. Hör auf, das zu machen, ja? Cole und ich haben voll den guten Draht. Ja, und meine dunkle Prinzessin will mit mir abhängen, Phoebe. Sie mit mir! Die Suppe ist fertig. Ach gut, ich verhungere fast. Nora, bitte sag, dass da keine Chili-Soße in der Suppe ist. Ich würde eher sagen, da ist Suppe in der Chili-Soße. Die Suppe ist doch scharf. Ess nicht die Suppe! Die ist nur zum Riechen, eine Riechsuppe. Man riecht nur dran? Ganz richtig, sie riechen dran. Das macht man so in Frankreich. Frankreich. Unfug! Ich koste sie jetzt. Mm. Heilige Mutter Minestrone! Das ist noch eine Spur härter! Also jetzt reicht es endgültig! Ich hab jetzt so langsam die Nase voll! Dieser Abend bestand die ganze Zeit lediglich aus Unfug und Schwindelei! Kommt, Campbells! Halt, bitte warten Sie kurz! Ich muss Ihnen was gestehen. In Wirklichkeit sind wir gar nicht so. Wir haben versucht, sie zu beeindrucken, damit ich mit Cole ausgehen darf. Wir haben keine Yacht oder kleine Dienstleute. Und meine Eltern können sich auch weniger geschwollen ausdrücken. Hi. Alles klar? Das war heute definitiv übertrieben, aber wenn wir noch eine Chance kriegen, dann würde es bestimmt schöner werden und sie könnten uns als die Menschen kennenlernen, die wir wirklich sind. Gib dir einen Ruck, Dad. Na schön. Der Fahrer braucht ohnehin noch mindestens 15 Minuten hierher. Aber du verbringst in Zukunft ganz hundertprozentig keine Zeit mehr mit dieser Göre dort. Was soll das heißen? Er findet sich ja was Besseres als eine Familie von Hooligans. Okay, einen Augenblick mal. Oh, Entschuldigung. Was meine Frau eigentlich sagen wollte, war stillose Hooligans. Ich zeig Ihnen gleich, was Stil ist. Dad, nicht! Okay. Ich glaube, wir sind nur alle ein wenig hungrig. Ja? Was sagst du, Phoebs? Max, vergiss es, es ist vorbei. Aber der Hauptgang wird explodieren. Nora, wir können jetzt essen. Und jetzt präsentiere ich Auflauf à la Nora. Sie werden begeistert sein, das ist ein echter Knaller. Du solltest vielleicht ein Stück zurückrutschen. Okay. Dad, zuerst die Gäste. Oh, Selbstbedienung, ganz wie erwartet. Schon, Nora, wir gehen. Noch nicht. Billy zeigt mit den Ballons den Babys, wie die Farben heißen. Das da ist Blaubeere, das da ist Banane. Das sind Früchte. Jetzt öffnen wir meinen Safe. Ich gehe hier nicht weg. Und du kannst gar nichts tun dagegen. Ich kann sehr wohl was tun. Ich hole mir Baby Lulu. Ich find's cool, dass deine Familie sich so gut versteht. Ja, absolut super sogar. Hört auf zu trödeln, ihr Heulsuchen. Gib mir meine Puppe zurück, du Monster! Du bist der schlechteste Babysitter auf der Welt! Tja, weißt du noch, dass du mich hübsch nanntest? Oh, ich muss meinen Bruder füttern. Oh, unser kleiner Rusty muss gefüttert werden. Oh, du kleines, hungriges. Lulu? Viel Spaß im Park und du hast ihn uns voll verhauen. Ja, du bist ein Spaßprügel, Max. Habt ihr zugestimmt oder nicht, dass wir zusammen den Safe öffnen? Haben wir nicht. Ihr tut's trotzdem, ja? Und ich möchte jetzt kein Piep mehr von euch beiden hören. Das war ein Piep. Wer piepst? Das war die Puppe von Nora. Baby Lulu kann nicht weinen. Sie ist eine Lady. Sie kann nur in die Hose machen. Baby Lulu ist lebendig geworden. Hey, das ist ein echtes Baby. Das ist Dylans Bruder Rusty. Das war der falsche Kinderwagen-Spaßprügel. Also ist der obendrauf noch ein Baby, Deep Nora. Das ist Phoebe. Ich frag mich, was die will.
Hey, Phoebs, na, was geht ab? Ach, nicht viel. Ich wollte mal Hallo sagen, hören, wie es euch geht. Und du hast unser Baby. Hey, und du hast Bailey und Nora trotz Hausarrest in den Park entführt. Du bist auch in Schwierigkeiten. Das sagt gerade der Entführer unseres Babys. Geht klar, schon gut. Wir bringen das Baby zurück und tauschen es aus, sobald der Safe offen ist. Baby! Ja, aber Phoebe, was, wenn da ein Baby in dem Safe ist, hä? Huh? Gut, Baby gewinnt, wir beeilen uns. Okay, Rusty. Das wär's. Jetzt bringen wir das Baby hier weg, bevor Mom und Dad kommen. Alarm, Alarm, Eltern nähern sich dem Haus. Zu spät, toll, jetzt bekommen wir gleich Doppelhausarrest oder werden verhaftet. Ihr haltet die Stellung und ich gehe in den Park. Angst. Ich hab einen Plan. Das war dein Plan? Ich hab nicht gesagt, dass er gut wäre. Oh, okay, ich muss dir was gestehen. Es ist sogar irgendwie lustig. Du wirst echt lachen. Okay. Ich wollte dir nur zeigen, dass wir Sachen gemeinsam haben. Doch das geriet außer Kontrolle und das Lustige kommt gleich. Es ging heute... Das Kinderwagenkicken zu weit. Ja, ich habe mit einem Doppelkick geschummelt, also ein großes Tabu dabei gebrochen. Du grinst nicht mal. Gib mir meinen Bruder wieder. Fang mich bitte. Zappel nicht rum, Dylan, das macht die Balance nur noch wütender. Bis dann, Rusty. Es war miefig. Und, Phoebe, wird dein Bruder Max sich mit uns den Film ansehen? Nö, der wird sich überhaupt nichts ansehen. Oder vielleicht doch. 3D-Fernsehen und die Zukunft ist schon Gegenwart. Nein! Wie kommt das? Du hast die Kabelgebühr nicht bezahlt. Das passiert dann. Nein, das darf einfach nicht wahr sein. Oh, du hast keinen Empfang? Dann brauchst du den Fernseher wohl nicht. Phoebe, was hast du meiner Satellitenschüssel getan? Moi? Oh, das ist Französisch und heißt zerstört und ich krieg den Fernseher. Touché! Das ist Französisch und heißt na 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 na. Okay, geringfügige technische Probleme mit dem Fernseher, aber wir haben immer noch Glitzer. Ja! Lasst uns in mein Haus gehen und den Film dort ansehen. Hast du einen Zwillingsbruder, an den ich mich ranschmeißen kann? Ja. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Schon okay, Phoebe, du hast's versucht. Cherry, hilf mir! Ich möchte nicht die sein, auf deren Schlummerparty alle vorm Schlummern gingen. Ja, das wäre echt blöd. Selbst bei dem Helikopter ist keine meiner Freundinnen gegangen. Zwar konnte bei dem Sirenengeheule keiner schlafen, aber keiner ist einfach gegangen. Was machen wir, damit sie nicht gehen? Leicht wie eine Feder, steif wie ein Brett ist immer lustig. Leicht wie eine Feder, steif wie ein Brett. 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 Freundschaft bringt mich zum Schweben. Entschuldigt, dass ich euch störe. Dein Vater braucht einen Energie... Was tut ihr denn? Wir konnten gerade durch die Kraft unserer Freundschaft Sarah anheben. Oder zumindest irgendeine Kraft. Okay, ich weiß, dass das nicht gut aussieht, aber es war ein Notfall und meine Tarnung war perfekt. Bitte schick sie jetzt nicht alle nach Hause. Tja, was soll ich denn aber sonst tun? Wenn du so fragst, ich wüsste da was. Was tust du denn überhaupt hier? Ich erfreue mich an Phoebes Absturz. Oh, halt dich daraus, ich versuche das gerade zu klären. Hey, ich bin genauso enttäuscht von ihr, wie du das bist, Barb. Ich bin jetzt natürlich keine Supermama, so wie du, aber wenn ich's wäre, bekäme sie von mir die Anti-Superkräfte-Fußknöchelfessel. Ha, keine schlechte Idee.
Ich biete dir an, wenn du mir meine Satellitenschüssel zurückgibst, die Fessel zu deaktivieren, damit du Kräfte hast. Ich habe gerade Ärger bekommen. Ich verwende die Kräfte nicht. Baby, die Mädchen wollen alle nicht mehr nach Hause gehen. Komm zurück, wir vermissen das Schwebekunststück. Ich brauche meine Kräfte wieder. Und ich die Satellitenschüssel, Mann. Oh, schau in den Geschirrspüler. Leicht wie eine Feder, steif wie ein Brett. Leicht wie eine Feder, steif wie ein Brett. Leicht wie eine Feder, steif wie ein Brett. Oh mein, wow, jetzt fliege ich. Konzentration, Ladies, wir sind klasse. Bestimmt nicht gut. Ist es normal, dass sie so hoch steigt? Unsere Freundschaft ist zu mächtig für sowas. Max, meine Fessel spinnt völlig. Cherry fliegt wild durch die Luft. Na und, was soll da schon passieren? Sie könnte bis ins Weltall fliegen. Und die Fessel könnte meine Hose entzünden. Für mich sind beide Möglichkeiten völlig okay. Woher hat Johnny Fiam denn jetzt auch noch ein Klavier? Komm schon, Max. Ich wollte doch nur eine coole Schlummerparty, wo wir alle über Jungs reden, uns schminken und dann irgendwann heulen. Aber nicht, weil meine beste Freundin ins All fliegt. Was würdest du sagen, wenn das Dr. Colosso passieren würde? Dr. Colosso ist nicht meine beste Freundin. Du kaufst ihm Kleidung. Und er zieht sie sich auch an. Ja, gib's zu, Alter. Wir sind Besties. Na schön, dann komm ich raus. Das wird jetzt alles schnell gehen. Der Spruch zum Runterkriegen lautet, schwer wie ein Stein, schlapp wie eine Nudel. 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 Es klappt, sie kommt runter. Lass dich drücken. Auch so geht es nicht, Sarah. Max. Oh. Danke, du hast mir heute echt geholfen. Ich weiß, dass wir uns manchmal nicht vertragen. Oh, geht das nicht wann anders? Stimmt, Wrestling, los. Oh mein Gott, ich danke euch. Das war echt hammermäßig. Los bin ich jetzt. Locker wie Knete, aber nass wie ein See. Wir hätten das aufnehmen sollen. Das alles wird uns doch keiner glauben. Was? Sag mal, weinst du? Ja. Das war die beste Schlummerparty, auf der ich jemals war. Hank, die Verleihung ist schon dieses Wochenende und ich habe nichts zum Anziehen. Ich auch nicht. Lass uns shoppen, Baby. Oh, Süße, du bist noch zu klein, um mit zu den Awards zu kommen. Der Babysitter passt auf dich auf. Okay, aber ich gehe trotzdem shoppen. Super, Manny, schon zur Stelle. Cool, wie haben Sie das gemacht? Monitorreisen ist nur eine meiner vielen Superkräfte. Des Weiteren kann ich Spiele entwerfen und Spielplatzausstattung desinfizieren. Durch meine Gedankenkraft. Chloe wird auf Sie abfahren. Ich hole Sie. Bitte, wenn ich so frei sein darf, hole ich Sie. Dibbidi-babbidi-boom! Wer möchte gern hüpfen? Eine Hüpfburg! Okay, mach's gut, Chloe. Du wirst uns fehlen. Ist dir egal, dann los. Thundermans, zu den Awards! Ihr müsst sehr stolz auf eure lieben Eltern sein. Sie werden von Metroburgs allerbesten Helden ausgezeichnet. Kuchenmann, Superwikinger, Postgirl. Postgirl? Ja, Postgirl. Es heißt, das sei die erste Show, an der sie teilnimmt. Hey, Supermanny, guck mal, wie ich hüpfe. Ich komme, Prinzessin. So ein Mist. Wenn wir nicht zu dieser Verleihung gehen, bekommen wir vielleicht nie wieder die Chance, Postgirl zu treffen. Ich habe gerade dasselbe gedacht. Zu den Super Awards. Was soll das sein? Ich habe auch die Superkraft, Kinder an der kurzen Leine zu halten. Mir ist bislang noch nie ein Kind davongelaufen. Ich habe Hunger, Supermanny. Dann mach dich bereit für schmackhaftes Wetter. Träume werden doch wahr. Billy, wir müssen zu Postgirl. Weißt du, was wir brauchen? Ja, einen unsichtbaren Dinosaurier mit Lust auf Dummheiten. Was? Nein. Gut, ich hätte so einen auch nicht im Angebot. Shh, leise, Rexy. Ich spreche von Colosso. Er kann Supermanny mit einem seiner komischen Modevorträge ablenken. Wir müssen Postgirl finden, bevor Mom und Dad uns entdecken. Unsere Füße kleben am Boden. Das tun sie. In der Tat. Ihr seid wieder eingefangen. Tricky, oder?
Billy, Nora! Ich bitte um Entschuldigung, Thunder-Eltern. Die beiden schlichen sich davon, aber ich verspreche, ich werde keines ihrer Kinder mehr verlieren. Du bist dran! Zu viel versprochen. Chloe? Chloe! Postgirl ist hier irgendwo. Wir müssen sie finden. Nein, Billy, warte. Wir sind hier, um unsere Helden zu treffen. Aber die wirklichen Helden sind Mr. und Mrs. Dödel da drüben. Hier ist ihr Kind. Glückwunsch zum Award. Ich werde nie wieder für sie babysitten. Er braucht eine Auszeit. Hey, Link. Hast du immer noch Bock zu zocken? Wenn du noch Bock hast zu verlieren. Jetzt seid ihr echte Bros. Macht euch runter, bleibt locker, seid total lümmelig, lobbelig. Okay, das Letzte könnte ich erfunden haben. Es ist nicht zu glauben, dass sie Freunde geworden sind. Schon, aber Link ist so nett, dass man ihn einfach mögen muss. Hoffen wir, dass was von Links Nettigkeit auf Max abfärbt und nicht etwa umgekehrt. Stimmt's nicht, Schatz? Was meinst du? Ich wollte nur einen Witz darüber machen, dass Max der Böse ist und Link beeinflussen könnte. Unmöglich wird Link böse. War ja auch nur ein Spaß, obwohl auch sein Vater nett war. Doch dann wurde er der beste Kumpel von Dark Mayhem. Aber Link nicht. Er ist ein guter Junge. Ja, ein guter Junge. Die dunkle Seite betrüge ich nicht. Wow, Link! Mit dem Mantel siehst du genauso aus wie dein Vater. Genauso dödelig. Max, früher oder später muss ich Phoebe einweihen, was wir vorhaben. Alter, nein! Wenn du Phoebe sagst, dass du meiner bösen Bruderschaft beitrittst, macht sie uns Ärger. Und jetzt komm, wir schalten jetzt ein paar Feinde aus. Ihr geht nirgendwo hin. Wer hat dich eingefroren? Ich war das! Du hast Link zu einem Bösen gemacht. Ach, du musst echt ernsthaft einen an der Klatsche haben. Mora Park? Zu welchem bösen Quark verleitest du Link bitte im Park? Klappe zu, du Reimkuh. Du weißt nicht, wovon du redest. Oh, nicht? Ich habe alles über eure böse Bruderschaft gehört, die Feinde ausschalten will. Okay, ein klein wenig weißt du's doch. Und deshalb lasse ich dich nicht zu Link. Willst du das Zimmer verlassen, musst du an mir vorbei. Hey, wo warst du so lang? Ich stieß gerade nur noch auf Phoebe. Weißt du was? Ich glaube, es wird Zeit, es ihr zu sagen. Nein, das geht nicht. Weil ich's ihr schon gesagt hab. Ehrlich? Ist sie cool geblieben? Super cool. Kalt, regelrecht. Ach, klasse. Dann finde ich's okay, dir, wie du wolltest, den zu geben. Evilmans Ring der Teufelsqual. So können wir unsere Feinde überwältigen wie dein Dad. Jetzt ein böser Lacher zum Start der Nacht. Schön stützen. Brüder! Und Joni? Euer Herzog der Dunkelheit befiehlt, durch die Strophen unserer bösen Bruderschaft anzustimmen, während wir versuchen werden, die Hüter des Lichts auszuschalten. Reise den Herzog der Dunkelheit! Es gibt keinen, der so böse oder schön ist. Nett von euch. Lieutenant, kommt her. Zeigt mir den Ring der Teufelsqual. Ja, mit dem Ring der Teufelsqual werden wir unaufhaltsam sein. Nun tut Böses! Solange es mich gibt, vergesst es. Ein Eindringling. Sie muss eine Spionin der Lichtseite sein. Auf sie! Halt, nein! Oh, nein. Tja, das war jetzt doch recht einfach. Phoebe, was tust du hier? Link, ich komme, um dein Gehirn reinzuwaschen. Du bist kein Bösewicht. Du bist niedlich und bringst mir Jelly Jams. Du hast es ihr doch erzählt. Er musste mir nichts erzählen. Ich weiß genau, was hier vorgeht. Ist das dein erstes Mal auf einem Lab? Schaltengang zurück, Kiki Minaj. Wie bitte ein Lab, hä? Ein Live-Action-Roleplay-Game, Phoebe. Du hast es ruiniert. Ich bin der Anführer der dunklen Runde. Ich dachte, du wärst der Herzog der Dunkelheit. Das ist dasselbe!
Für die ist das bloß ein Spiel. Aber ich kann in der Öffentlichkeit ein Superschurke sein und ich genieße es. Oh, jetzt schnall ich's. Du bist ein Riesen-Nerd. Nein, die sind die Riesen-Nerds. Ich bin der Kerl mit dem Ring. Ring der Teufelskorn! Ihr seid ebenso böse wie schön. Bruderschaft, neu gruppieren. Kostümcheck. Link, es tut mir echt über alles leid. Ich dachte, Max macht dich böse und ich verliere dich. Phoebe, du solltest mich besser kennen. Ja, ihn kenne ich aber auch. Küss den Ring. Küsst ihn! Oh, hey, ihr wolltet doch in den Wasserpark, oder? Vorhin habe ich da drüben den Virtuellen gesehen. Wollt ihr schon mal rübergehen und wir treffen uns da? Sofern nicht einer von uns eine Spielidee an Cybron verkauft. Macht's gut, ihr Trottel! Aber das Einzige, das uns wichtig daran war, war, dass wir zusammen sind. Das werden wir doch sein. Und zwar gleich. Hey, möchtest du ein paar Snowcones? Wir beide sind nicht bestechlich. Pack noch eine Waffel oben drauf und wir kommen ins Geschäft miteinander. Billy! Die haben echt überhaupt keine Lust auf uns. Vergiss die beiden. Wir haben so Spaß. Meine ist zu eng. Meine auch. Hilf mir, dann helf ich dir. Wow, wow. Ist alles okay, Kleiner? Ich bin Fifi. Das ist mein Zwillingsbruder Matt. Erinnern die dich auch? Eindeutig. Sekunde, wir helfen euch. Mach die Brillen an der Seite an und schon können wir anfangen. Wow. Ich bin auf einer Wasserrutsche. Ihr seid echt voll witzig. Das sehen manche leider nicht so. Das Fake-Wasser fühlt sich echt an. Hey, die manipulieren das Spiel. Aber klar, wie? Was weiß ich? Ich war nicht beim Meeting. Führen wir vor, was wir können. Wir brauchen Hilfe! Mann, Fifi, wir brauchen Hilfe! Oh Mann, wir sind reingelegt worden! Mann, Fifi, wir wurden reingelegt! Fifi hat die Wahrheit gesagt, wir sind verloren! Los, wir verschwinden hier! Cybron hat eine zweite Kanone, aber sie haben mich. Was ist los? Guck mal da! Phoebe versucht, die Sabberwelle abzulenken. So viele davon packe ich aber nicht. Was willst du denn hier? Niemand demütigt Max' Geschwister außer Max. Wie lautet der Plan? Ich glaube, am besten zerstören die beiden Kanonen sich gegenseitig. Hier wird gleich alles zugesabbert. Berliner Runner, los! Weint mit Cyborg. Die schnapp ich mir. Die gehören zu uns, unser Bruder, unsere Schwester. Für ein Foto mit den einzigen, die Cybron je besiegt haben. Oh, jetzt habt ihr nichts dagegen, mit uns rumzuhängen. Das wollten wir immer. Wir haben es vergessen, weil unser anderes Zeug uns abgelenkt hat. Tut uns leid, oder Max? Genau. Ihr seid uns wichtiger als der Verkauf meines Schurken an Cybron für abartig viel Gamergeld. Heilige Sabberbälle, was hab ich getan? Jetzt seid doch mal ehrlich. Wir vier zusammen hatten noch nie so viel Spaß. Erst tut ihr so, als könntet ihr uns nicht leiden. Dann engagiert ihr Matt und Fifi, damit sie uns in das Spiel bringen. Und das nur, damit ihr uns retten könnt. Der beste Geburtstag der Welt. Geburtstag? Ja, alles Liebe, Billy. Wir besorgen dir einen Geburtstagskuchen. Ja, für den Anfang nicht schlecht.
Geburtstag. Klar, aber die haben gerade solche Schuldgefühle. Wir können uns alles von ihnen holen, was wir wollen. Gut vorstellen könnte ich mir Jahreskarten für den Wasserpark. Schlauer Plan. Dankeschön, ich habe einen Sauerball an den Hinterkopf bekommen und fühle mich deutlich schlauer. Ich glaube, ich mag den neuen Billy. Dankeschön, ich habe einen Sauerball an den Hinterkopf bekommen und fühle mich deutlich schlauer. Malt jemand was mit mir? Oh, tut mir leid, Chloe, aber wir sind mitten im Live-Chat mit unseren Fans. Live-chattet mit mir? Das würden wir ja, aber du bist leider nicht Trending Topic. Kinder, spielt doch mit eurer Schwester. Ja, ich weiß, berühmt zu sein ist aufregend, aber in diesem Haus geht die Familie immer vor. Chloe, möchtest du, dass wir jetzt was mit dir malen? Oder wäre eine Einhorn-Tee-Party morgen früh besser? Einhorn-Tee-Party! Leute, das war nicht in Ordnung. Er hat recht, Billy. Wir bieten dir eine schnelle Entschuldigung jetzt oder eine von Herzen kommende morgen früh. Ich schätze morgen früh. Ich muss so viele Schleifchen unterschreiben, dass meine Handgelenke schon wehtun. Deine Handgelenke tun weh? Ich habe gerade 43.000 Freundschaftsanfragen gecheckt. Hey, die Einhorn-Tee-Party feiert sich doch nicht von selbst. Das habe ich total vergessen. Tut mir leid, Chloe. Wir feiern sie ganz sicher nachher. Wir sind so begehrt. Aber ich habe so viel Spieltee gekocht. Vergiss es, Chloe. Es ist offensichtlich, dass sie nicht kommen. Das tut mir leid für sie. Aber wir haben sonst einfach nicht genug Zeit für all unsere Fans. Es sei denn, wir versammeln sie alle an einem Ort und begrüßen sie alle zur selben Zeit. Wie eine Convention. Wir könnten sie ThunderCon nennen. Billy, das ist brillant. Warum hast du eigentlich nicht häufiger so tolle Einfälle? Ah, mein Hirnschmerz. Ich hätte gern noch mehr Spieltee, bitte. Hier hast du welchen. Hallo? Chloe? Billy und ich stecken in Schwierigkeiten und brauchen deine Hilfe. Ich kann euch helfen, aber erst morgen früh. Sie wird nicht kommen. Wir müssen uns jetzt selbst helfen. Billy, tritt alle eure blöden Hintern in 0, nichts Blatt. Stimmt's, Billy? Billy? Wo gehst du hin? Schnell, Billy! Phoebe. 5 Einsen und eine 2. Eine 2? In Kunst? Das Pferd, das ich gemalt habe, fandet ihr doch gut. Ach, das war ein Pferd. Das sollte es darstellen. Okay, Max. Überall Einsen. Was? Gibt's noch einen anderen Max Thunderman auf eurer Schule? Max, ich bin so stolz auf dich. Du hast aufgehört mit dieser ganzen Super-Schurken-Sache und jetzt macht sich das bezahlt. Ich glaube eher, jemand wurde bezahlt. Was soll ich sagen? Nicht jeder muss lernen, um gutere Noten zu kriegen. Habt ihr das gehört? Ich baue da mal meine nächste Rakete. Ich hab's mir verdient. Mein Notendurchschnitt ist nämlich 1. Deine aber ist 1, Komma. Moment mal, hier ist auch noch ein Brief drin. Da steht, du belegst ab jetzt Mathe als Hauptfach. Was? Das ist Phoebes Kurs. Oh, das ist klasse. Dann könnt ihr zwei zusammen lernen. Das werde ich gleich an den Kühlschrank hängen. Oh, und deins auch, Phoebe. Sonst fühlt sie sich schlecht. Ja, da hast du recht. Spuck's aus. Ich habe meine Noten verändert, aber damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe mich echt angestrengt, in diesen Kurs zu kommen. Du musst dich für was anderes eintragen. Das klingt stressig. Ich schlafe da einfach. Lass mal ruhig. Mit mir hältst du eh nicht mit. Wie war das? Das ist zu anspruchsvoll für dich. Anspruchsvoll? Es gibt keine Matheaufgabe auf der Welt, die ich nicht lösen kann. Wie wär's denn mit du plus dieser Kurs ergibt Versagen? Hallo, liebe Schüler. Setzt euch. Ich habe sehr aufregende Neuigkeiten für euch. Wie ihr bereits wisst, werden wir 2 Kapitäne für unser Mathe-Quiz brauchen. Und meine erste Entscheidung fällt auf Phoebe Thunderman. Und als Konkurrent gegen Phoebe stellt sich ein neuer Schüler, der mich auf dem Parkplatz angebettelt hat, der andere Kapitän sein zu dürfen. Max Thunderman. Anwesend. Max? Und ich hab euch Zuckerwatte mitgebracht. Zuckerwatte! Max, 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 Max,
Vorschlag. Wenn ich gewinne, dann verlässt du diesen Kurs wieder. Und wenn ich gewinne, dann trägst du bis zum Ende dieses Jahres bloß dieses Shirt. Okay. Okay. Rechnet ihr nun bitte die Fläche einer Kugel, deren Umfang genau 6 cm ist. Nein, ich wollte gar nicht drücken. Meine Hand ist mir wohl ausgerutscht. Oh, das tut mir leid. Aber das bedeutet, dass der Punkt leider an das gegnerische Team geht. Oh, Mr. Pines, das war eine super Frage. Und ich denke, ihr fehlte Kraft für eine Antwort. Sie ist schüchtern in der Öffentlichkeit. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Track Monkeys, wisst ihr, was rauskommt? Max, wir kriegen Probleme, wenn du deine Kräfte benutzt. Ich lasse es, wenn du es lässt. Wirst du nicht? Nein, werde ich nicht. Hör zu. Ich hatte vor, die Stunden zu verschlafen. Doch dann hast du gesagt, ich pack's nicht. Oh, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Offensichtlich bist du gut in Mathe. Danke. Aber du bist auch gut darin, mir den Kurs zu versauen. Diesen Kurs mit den ganzen Nerds und der verrückten Zecke? Du gehst eben nicht gern in die Schule, aber ich halt schon. Max, du hast dein Versteck, da baust du Raketen und ausgefuchste Erfindungen. Ich habe die Schule, meine ganzen Clubs und Freunde. Das ist mein Versteck. Also Max und Phoebe, jetzt geht's um alles hier. Die entscheidende Frage. Wie viel Newton Schub benötigt eine Standard 30 Kilogramm Rakete, um Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen? Max? Das weißt du. Das ist perfekt. Nicht einschlafen, sonst muss ich euch zecken. Die Zeit läuft. Die Antwort ist 11. 11 und 70? Die Zahl gibt's ja nicht mal. Und das heißt dann wohl, die Algebrats haben gewonnen. Ja! Na schön, neuer Plan. Nora, du schießt mit deinem Laser ein Loch in die Decke. Ich lasse Billy in Phoebes Zimmer schweben und er saust in Lichtgeschwindigkeit zur Pflanze und flieht. Unser Treffpunkt ist dann in Cleveland. Dort verfüttern wir Feuerwerkskörper und Terrassenmöbel. Helft mir! Ich habe Wasser auf Trevor verschüttet, ich fürchte, er ist tot! Und übrigens, in Cleveland würde ich zuerst noch euch suchen. Ich sag dir, wir sollten nach Miami. Das ist echt wichtig. Meine Lehrerin vertraut mir ihre Lieblingspflanze an und ich lasse sie eingehen. Max, du musst mir helfen. Ich weiß nicht, Phoebe. Das ist viel verlangt. Es ist ja nicht so, als wäre ich ein verrückter, böser Wissenschaftler. Ist das alles nur ein Vorwand für ein dummes Kostüm? Nein, aber das hier. Assistenten? Mein Buckel juckt total. Unheimlich schade für dich. Ich sehe dagegen fabelhaft aus. Nur keine Umstände, Max. Ich wollte ja gar kein lustiges Kostüm tragen. Okay, wie wär's, wenn wir uns nicht verkleiden, sondern lieber die Pflanze retten? Also gut, legen wir los. Etwas Mondlichtessenz? Ja, Meister. Wachstumshormon? Ja, Meister. Molchauge? Widerlich, Meister. Alles klar. Bevor ich das gleich tue, versprichst du, dass ich sie füttern darf, womit ich will, wenn ich sie wieder zurückhole. Ach ja, tu es einfach. Dann riskieren wir es. Oder aber doch einfach ein Apfel. Max, er ist jetzt satt. Tu bitte was, das ist dein Werk. Du hast doch gesagt, dass ich ihn wiederbeleben soll. Ja, aber nicht, dass du ihn verunstalten sollst zu einem Mutanten. Jeder bringt sich selbst halt ein bisschen ein. Sicher doch. Und am Montag, wenn meine Lehrerin nachhakt, wieso er Reißzähne hat und alles versteht, was wir sagen, sag ich einfach, ach, das ist schon okay, da hat sich nur Max selbst einbringen wollen. Du musst ihn zurückverwandeln. Hey, du hast gesagt, wenn ich ihn rette, darf ich ihn mit allem füttern, was ich will. Und Superhelden müssen ihre Versprechen immer halten. Ach, dieser dämliche Ehrenkodex. Trevor und ich werden uns nun richtig den Gaumen verwöhnen. Ich bin wieder da. Und als zweiten Gang, kleiner Kumpel, serviere ich dir Dads Notration Chicken Nuggets. Wow! Dr.
Dr. Colosso, ich war nur ein paar Minuten oben. Wieso ist er so groß? Mal nachdenken. Vielleicht war es der Schinken oder die Gurke oder, verrückte Idee, vielleicht die vielen Wachstumshormone. Das muss ich fotografieren. Hast du gerade Dr. Colosso gefressen? Mir geht's gut. Und er wird's bereuen. Ich werde ihm wortwörtlich auf den Magen schlagen. Du bist so weit gegangen. Niemand legt sich mit meinem Hasen an. Er ist übergroß und immun gegen Superkräfte? Ich bin gut. Du hast schon alle meine Vorräte und meinen Freund gefressen. Was willst du denn jetzt noch? Sorry, aber ich stehe nicht auf der Karte. Ich werde dich da rausholen, Dr. Colosso! Halt weiter durch, Colosso, ich hol dich da raus. Ich hoffe, du hast ein Handtuch parat. Ich bin so nass wie rohes Burgerfleisch. Wann ist das Gegenmittel fertig, Max? Genau jetzt. Er muss es nur noch trinken. Gib mir deinen Schuh. Wieso? Das ist mein bestes Paar. Phoebe? Ja. Hey, Stinkmaul! Ach, Mist! Er will wohl eher uns als den Köder. Gib mir kurz deinen Schuh. Ja. Das war mein bestes Paar! Die Pflanze hat ihn doch verputzt, oder? Also wissen wir doch, was ihr schmeckt. Wir stecken das Mittel ins Plüschhäschen. Beeil dich besser, sie sieht hungrig aus. Ein Drei-Punkte-Wurf! Voll ins Grüne. Ich hätte es nicht fangen sollen. Lasst mir jetzt bitte ein Bad ein. Ja! Ich hab die Pflanze besiegt.